Heute ist Tag 27 meiner 100-Tage-Challenge und ich bin mal wieder auf dem Sportplatz unterwegs. Heute erst spät abends, weil es fehlen noch Schritte. Ich habe zwar heute wirklich schon meine 9.500 Schritte drauf und eigentlich könnte ich sagen, hey, die 500 Schritte, die sammelt man am Abend noch normal. Aber da ich ja die 12.000 festgesetzt habe, muss ich noch mal ran. So, jetzt sind wir hier auf dem Sportplatz, ein bisschen Training, ich nicht. Ich bin hier an und laufe meine Runden. Wie gesagt, ich möchte nochmal darauf eingehen, auf diese Geschichte, dass es ja nur 3 Kilo sind. Ich denke mir, wenn man überlegt, wie langsam, dass man sich so Kilos anfrisst, mehr oder weniger, so langsam sollte man sie eigentlich auch abnehmen. Das ist meine persönliche Meinung. Und alles, was schneller ist, hat nicht unbedingt den Mehrwert. Am Samstag, den 16. November, möchte ich am Mittag meine Wanderung machen. Ich stelle mir vor, loslaufe so gegen 15 Uhr und dann so um die 8 Stunden. Sprich, man ist dann um 23 Uhr daheim. Vielleicht wird es auch 24 Uhr, aber so ein Abendlauf mit Stirnlampe, allem drum und dran. Und ich hätte da Bock, dass jemand mitläuft. Ansonsten mache ich diesen Lauf alleine. Also wenn du Bock hast, schreib es in die Kommentare, schreib mich direkt an, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder.